Einen sonnigen Tag dir, Freund. So, die Wolfskönigin, Buch 2. Aus der Feder Montokais, eines Weisen des ersten Jahrhunderts, der dritten Ära. Dritte Ära, 82. Ein Jahr nach der Hochzeit seiner 14-jährigen Enkelin, der Prinzessin Potema, mit König Mantiarcho des nordischen Königreichs der Einsamkeit, schloss Kaiser Uriel VII. II. Für immer seine Augen. Sein Sohn, Pelagius VII. II., wurde zum Kaiser gekrönt und sah sich, dank der schlechten Verwaltung seines Vaters, einer fast vollständig geleerten Schatzkammer gegenüber. Als neue Königin des Königreichs der Einsamkeit stand Potema einer Opposition der alten nordischen Häuser gegenüber, die in ihr eine Außenseiterin sahen. Das Haar gehört weg. Mantiarcho war bereits einmal verwitwet und seine frühere Königin war höchst beliebt gewesen. Sie hatte ihm einen Sohn hinterlassen, Prinz Bartok, der 2 Jahre älter war als seine Stiefmutter und sie ebenfalls nicht mochte. Das ist heftig, dass der Sohn älter als die Mutter. Aber der König liebte seine Königin und durchlitt mit ihr eine Fehlgeburt nach der anderen, bis zu ihrem 29. Lebensjahr, in dem sie ihm einen Sohn gebar. Dritte Ära, 97. Ihr müsst etwas gegen die Schmerzen tun, schrie Potema und bleckte die Zähne. Der Händler Kelmet dachte sofort an eine Wölfin in den Wehen, aber verbannte dieses Bild aus seinem Geiste. Ihre Feinde nannten sie die Wolfskönigin, aber nicht aufgrund irgendwelcher körperlicher Ähnlichkeiten. Eure Majestät, es gibt hier keine Verletzung, die ich heilen könnte. Die Schmerzen, die ihr fühlt, sind natürlich und hilfreich für die Geburt. Er wollte noch mehr Worte des Trostes hinzufügen, musste dies aber abbrechen, um sich vor einem Spiegel zu ducken, den sie nach ihm geworfen hatte. »Ich bin keine schweinsnasige Bäuerin«, fauchte sie, »ich bin die Königin des Königreichs der Einsamkeit, Tochter des Kaisers. Beschwört Dedra herauf, ich werde die Seele auch noch des letzten meiner Untergebenen gegen ein wenig Linderung eintauschen.« Heftig. »Meine Herrin«, sagte der Heiler nervös, als er die Vorhänge schloss und somit die kalte Morgensonne verdeckte. »Es ist nicht weise, solche Angebote auch nur im Spaß zu machen. Die Augen des Reichs des Vergessens spähen nur nach einem solch überstürzten Ausruf.« »Was wisst ihr schon vom Reich des Vergessens, Heiler?« knurrte sie, aber ihre Stimme war ruhiger, gelassener. »Die Schmerzen hatten nachgelassen. Würdet ihr mir den Spiegel bringen, den ich nach euch warf?« »Werdet ihr ihn ein weiteres Mal werfen, Eure Majestät?« sagte der Heiler mit einem angespannten Lächeln und gehorchte. »Höchstwahrscheinlich«, sagte sie, als sie in ihr Spiegelbild sah, »und beim nächsten Mal werde ich nicht daneben werfen. Aber ich sehe ja zum Fürchten aus. Wartet, Fürst Foken noch immer in der Halle auf mich?« »Ja, Eure Majestät.« »Gut, dann sagt ihm, dass ich nur meine Haare richten muss und ihn dann empfangen werde. Und lasst uns allein. Ich werde nach euch schreien, wenn die Schmerzen zurückkehren.« »Ja, Eure Majestät.« Einige Minuten später wurde Fürst Woken in das Gemach geleitet. Er war ein gewaltiger, kahler Mann, dessen Freunde und Feinde ihn den Wokenberg nannten. Und wenn er sprach, war es mit dem tiefen Grollen von Donner. Die Königin war einer der wenigen Menschen, von denen Woken wusste, dass sie nicht im geringsten von ihm eingeschüchtert waren, und er lächelte sie an. »Meine Königin, wie fühlt ihr euch?« fragte er. »Verdammt, aber ihr seht aus, als ob der Frühling zum Wokenberg gekommen ist. Ich schließe aus eurer fröhlichen Stimmung, dass ihr zum Kriegsleiter befördert wurdet.« »Nur zeitweilig, während euer Gatte, der König, überprüft, ob es Beweise für die Gerüchte über den Verrat meines Vorgängers, Fürst Tone, gibt.« »Wenn ihr sie dort hinterlassen habt, wo ich euch sagte, wird er sie finden«, lächelte Potema und stützte sich auf ihrem Bett auf. »Sagt, ist Prinz Bartok noch immer in der Stadt?« »Was für eine Frage, Eure Hoheit«, lachte der Berg. »Heute ist das Turnier der Ausdauer, und ihr wisst, dass er es niemals verpassen würde. Der Bursche erfindet jedes Jahr neue Strategien der Selbstverteidigung, die er während der Spiele zur Geltung bringt.
Erinnert ihr euch an das letzte Jahr, wo er den Ring ohne Rüstung betrat, 20 Minuten lang 6 Schwertkämpfe abwehrte und dann die Spiele ohne einen Kratzer verließ? Er widmete jenen Wettkampf seiner verstorbenen Mutter, Königin Amodeta. Ja, ich erinnere mich. Er ist weder mein noch euer Freund, Eure Hoheit. Aber ihr müsst dem Mann den Respekt zollen, der ihm zusteht. Er bewegt sich wie ein Blitz. Ihr würdet es nicht von ihm denken, aber er scheint seine Unbeholfenheit immer zu seinem Vorteil zu nutzen, um seine Gegner abzuschütteln. Manche sagen, dass er seinen Stil von den Orks im Süden gelernt hat. Sie sagen, dass er von ihnen lernte, wie der Angriff eines Feindes durch eine Art übernatürliche Macht vorausgesehen werden kann. Da ist nichts Übernatürliches am Werke, sagte die Königin ruhig. Das hat er von seinem Vater. Mantiarco hat sich nie so bewegt, gluckste Mantiarco. Was? Das hat nicht Mantiarco gegluckst, das war doch der Woken. Okay, schon wieder einen Fehler gefunden. Ich habe nie behauptet, dass er es tat, sagte Potema. Sie schloss die Augen und biss die Zähne zusammen. Die Schmerzen kommen zurück. Ihr müsst den Heiler holen. Aber erst muss ich euch noch etwas anderes fragen. Hat der Bau des neuen Sommerpalastes schon begonnen? Das denke ich, Eure Hoheit. Denkt nicht! Schrie sie, während sie sich in die Decken festkrallte und so fest auf ihre Lippen biss, dass ein Blutfaden von ihrem Kinn tropfte. Handelt! Vergewissert euch, dass der Bau sofort beginnt. Heute! Eure Zukunft, meine Zukunft und die Zukunft dieses Kindes hängen davon ab. Geht! 4 Stunden später betrat König Mantiarco den Raum, um seinen Sohn zu sehen. Seine Königin lächelte schwach, als er ihr einen Kuss auf die Stirn gab. Als sie ihm das Kind reichte, lief eine Träne über sein Gesicht. Schnell folgte eine weitere und dann noch eine. Mein Fürst, sagte sie zärtlich, ich weiß, dass ihr rührselig seid. Aber sowas. Es ist nicht nur das Kind, obwohl er wunderschön ist mit den holden Gesichtszügen seiner Mutter. Marciano wandte sich zu seiner Gemahlin, traurig, seine gealterten Gesichtszüge von Qualen verzehrt. Meine teure Gemahlin, es gibt Schwierigkeiten im Palast. In Wahrheit ist diese Geburt das Einzige, was diesen Tag davon abhält, der dunkelste meiner Regentschaft zu werden. Was ist es? Etwas auf dem Turnier? Potema setzte sich im Bett auf. Etwas mit Bartok? Nein, es ist nicht das Turnier, aber es hat mit Bartok zu tun. Ich sollte euch zu einer solchen Gelegenheit nicht beunruhigen. Ihr braucht eure Ruhe. Mein Gemahl, erzählt es mir. Ich wollte euch nach der Geburt unseres Kindes mit einem Geschenk überraschen. Also habe ich den alten Sommerpalast vollständig renovieren lassen. Es ist ein wunderschöner Ort. Oder jedenfalls war er das. Ich dachte, dass ihr ihn mögen würdet. Um der Wahrheit willen, es war Fürst Wokens Idee. Früher war es Amodetas Lieblingsort. Bitterkeit schlich sich in die Stimme des Königs. Jetzt habe ich erfahren, warum. Was habt ihr erfahren? Fragte Potema ruhig. Amodeta hat mich dort betrogen. Mit einem Vertrauten, dem Kriegsleiter Fürst Tone. Es gab einen Briefwechsel zwischen ihnen. Die abartigsten Dinge, die ihr jemals gelesen habt. Und das ist doch nicht einmal das Schlimmste. Nicht? Die Daten der Briefe stimmen überein mit der Zeit von Bartoks Geburt. Den Jungen, den ich geliebt und aufgezogen habe, wie einen Sohn. Mantiarcos Stimme erstickte vor Erregung. Er ist Tones Kind, nicht meins. Mein Liebling, sagte Potema und empfand fast Mitleid mit dem alten Mann. Sie schlang ihre Arme um seinen Hals und seine Schluchze ergossen sie und ihr gemeinsames Kind. Von nun an, sagte er ruhig, ist Bartok nicht länger mein Erbe. Er wird aus dem Königreich verbannt. Dieses Kind, das ihr mir heute geboren habt, wird aufwachsen, um über das Königreich der Einsamkeit zu herrschen. Und vielleicht noch mehr, sagte Potema. Er ist auch der Enkel des Kaisers. Wir werden ihn Mantiarco den Zweiten nennen. Mein Liebling, das würde ich gern, sagte Potema und küsste des Königs tränenbenetztes Gesicht. Aber dürfte ich Uriel vorschlagen, nach meinem Großvater, dem Kaiser, der unsere Ehe zusammenführte? König Mantiarco lächelte seine Gemahlin an und nickte. Es klopfte an der Tür.
Mein gnädiger Herr, sagte Fauconberg. Seine Hoheit Prinz Bartok hat das Turnier beendet und erwartet euch, ihm seinen Preis zu übergeben. Er hat erfolgreich Angriffe von 9 Bogenschützen und dem Riesenskorpion, den wir aus Hammerfell mitbrachten, abgewehrt und standgehalten. Die Menge brüllt seinen Namen. Sie nennen ihn den Mann, der nicht bezwungen werden kann. Ich werde zu ihm gehen, sagte König Mantiaco traurig und verließ das Gemach. Oh doch, er kann bezwungen werden. Oh doch, sagte Potema müde. Aber es bedarf einiger Mithilfe. Das ist echt heftig. Diese Potema, die hat es echt geschafft, dass der einzige Sohn des Königs, bis dato einzige Sohn des Königs, enterbt und verbannt wird, obwohl er tatsächlich wirklich der Sohn des Königs ist. Die hat den einfach nur reingelegt. Heftig. Mann, ist die schlau und gerissen und hinterhältig und böse. Naja. So, verkaufen könnten wir Seelensteine. Könnten wir. Ich finde, ihr seid wahrlich ein netter Gesprächspartner. Sprecht weiter. Hat mein sonstiges war schon richtig. So, du nimmst eh nur einen. Wir waren bei 1,92. So, und er bietet 200. Das sind dann 384. Ja, so ist es. Schneller. Ja. Das hat er genommen! Das hat er genommen! Das wird gleich mal aufgeschrieben. Da sind wir jetzt bei 1,93. Haha. Gut. Und dann gehen wir weiter nach Balmo. Moment mal. Wir nehmen noch die Bücher mit. Ich möchte ja die Quest über... Da könnt ihr das übrigens nochmal selbst nachlesen, dass ihr, falls ihr es lesen möchtet. Hier, das hier auch, das auch. Das hier hatten wir schon. Ja, ich glaube, das war alles, was wir schon hatten. Gut, Moment mal. Das war... Das ist gar nicht mehr viel, seht ihr? So, das Geheimnis der Zwerge war das. Grüße an meinen Da war ja ein Buch war hier drin. Göttliche Metaphysik war es, glaube ich. Das war es doch, oder? Ja. Und dann noch eins war hier im linken Stapel. Irgendwo in der oberen Hälfte. Na? Warte, was ich gerade? Die hängen in den Gärten. Genau. So, nehmen. Und das andere war irgendwo hier unten. Da, das Ei der Zeit. Ja, nehmen. So, den nehmen wir gleich mal mit. Und dann geht's ab nach Balmora. Da wird dann auch wieder ein bisschen Ausdauer, in Axt geskillt. So. Eine Siebe-Intervention. Ich frage mich, wo der Typ hin ist, der hier immer war. Der ist irgendwie weg. Naja. So. Ah, ihr bringt das Glück mit euch. Willkommen. 65 Punkte Axt. Sehr schön, da haben wir 5 von 10. Gefällt mir. Gut, also wir waren ja schon bei dem hier unten. Bleibt so lange ihr wollt. Es ist mir eine Und eure Gedanken mit mir. Der hat was gesagt? Ich grüße euch. Es ist mir eine Ehre, euch zu treffen. So, Attentat. Das Ei der Zeit. Das Ei der Zeit ist wahrhaft mehrdeutig.
Ich fürchte, dass ich es nicht ganz deuten kann. Ihr solltet diese Bücher vielleicht einem anderen Dwemer-Gelehrten zeigen. Möglicherweise einem der älteren Telvani. Okay, einem der älteren Telvani. So, dann... Göttliche Metaphysik. Mit dem Buch Hängende Gärten als Schlüssel kann ich einiges von dem ergründen, was die göttliche Metaphysik beschreibt. Sie scheint anzudeuten, dass sich durch bestimmte Zauber neue Götter erschaffen lassen. Ich bin mit Magie nicht sehr vertraut. Vielleicht solltet ihr mit jemandem sprechen, der sowohl Zauberer als auch Gelehrter ist. Habt ihr Senilias Cardiusus davon erzählt? Dies könnte der Schlüssel zur Übersetzung sein, nachdem sie gesucht haben. Wenn ihr ein anderes sumerisches Buch finden könnt, könnte ich vielleicht versuchen, es mit dem Schlüssel zu übersetzen. Senilias Cardiusus? Die kenne ich nicht, oder? Senilias Cardiusus? Die wird ja auch nicht vorgeschlagen. Komisch. Senilias. Naja, ein älterer Telvani. Wir gehen mal nach Voos. Da ist der, ein älterer Telvani. Voos. War ja hier oben. Das ist bei Telmora. Da können wir von Sadrithmora hin. Also einfach nur kurz teleportieren. Na? So, weiter geht's. Nun, ich scheine in angenehmer Gesellschaft zu sein. Teilt eure Gedanken mit mir. So, Sadrithmora. Seid willkommen. Mir eine Ehre. Worüber sollen wir sprechen? So, dann gehen wir mal nach Telmora. Mal kaiserlicher Schrein wollte ich jetzt nicht unbedingt hin. Egal, wir kommen hier auch raus. So. Was sagtet ihr? So, und von hier aus kommen wir dann auch direkt nach Telmora. Das ist sehr schön. Oh, Moment mal, ich sollte vielleicht... Ich glaube, ich speichere kurz. Als wir das letzte Mal alle nach Telmora sind, ist das Spiel abgestürzt. Und ich musste die letzten 2 Stunden nochmal neu spielen. Was dann aber tatsächlich nur eine halbe Stunde gedauert hat. Überraschenderweise. Cool. War da gerade irgendwas? Schreitet in Tugend. So. Eine Reise nach Telmora, bitteschön. Möchtet ihr die Sehenswürdigkeiten sehen? Wo darf ich euch hinführen? So, und von Telmora aus können wir nach... Ich heiße euch willkommen. Voos, das müsste da hinten sein. Eigentlich müssten Telmora und Voos doch direkt aneinander grenzen. Ja, da hinten ist es. Kurz festes Wasser zaubern und schon kann's losgehen. Aber ich möchte ja nach Telvos und nicht nach Voos. Egal. Es sind nur ein paar Schritte. So, da ist die Straße. Da oben ist Voos. Diese Wurzeln sind ja sogar bis hierher. Heftig. Und da oben ist Telvos. Hier überall. So, ich muss dann nur zu dem Typen hin. Wo er nochmal war? Ich glaube, da mussten wir schweben, oder? Gefängnis südlich.
Arions Kammern, das könnte richtig sein. Zentraler Turm. Turm der Dienste. Boah. Schweben wir mal da hoch. Muss ich nachsehen. Haben wir noch einen Levitationstrank? So, Levitation. Ja, einen haben wir noch. Für 60 Sekunden. Haben wir danach noch einen? Infravision haben wir noch. Ah, wir haben viel, aber offenbar keinen Levitationstrank mehr. Nein. Wir noch Zauber für Levitation? Ah, tatsächlich. Mit Unsichtbarkeit. Zweimal. Ja. So, das ist irgendwo da ist es. Arions Kammern. So, du bist aber. Nicht Arion, nein. So. Du bist eine Telvanni-Wache.